Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Ich habe mir gerade ein bisschen mein Land angeguckt. Und ja, und ich bin dabei auf, genau, hier unser Problemchen. Ausgabeinventar ist voll gestoßen. Ja, Lieferung passt halt nicht, das ist in Ordnung. Aber mir ist dabei aufgefallen, 56 Produktion im Quartal, während die Ziegelei nur 28 im Quartal braucht. Heißt, wir könnten eigentlich noch eine zweite Ziegelei bauen. Schadet gar nicht, deswegen... Zack, fertig. Eine Ziegelei mehr. Gut, wir starten ins Spiel. Mal schauen, was uns heute erwartet. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich das letzte Mal machen wollte. Ich weiß nur noch, ich würde gern dieses Teil hier erobern, nur um zu schauen, wie es funktioniert. Falls es nicht funktioniert, wir hatten hier drüben irgendwo noch eins hier und da unten. Oh, da kommt dann auch schon die nächste KI. Was haben die denn hier gebaut? Ah, okay, die bauen hier einfach so zwei Häuser. Was haben denn die hier für Wege? Ja, auch seltsam, oder? Naja, wie auch immer. Wir kümmern uns um unsere Stadt. Was kostet es mich denn aufzuwerten? Okay, wir müssen erstmal ins Aufklärungszeitalter. Da sind wir noch nicht und ich habe schon wieder vergessen, eine Technologie anzuschmeißen. Das passiert mir irgendwie ganz schön häufig. Wir nehmen jetzt mal die Handelsgesellschaft, die ist gleich fertig. Und dann hätte ich gerne Fernstraße. Handelsroute zu einer anderen Stadt. Botschaft. Das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Auch schon fertig, okay. Bau beschleunigen. Okay, wir gehen jetzt, glaube ich, hier mal in die... Na, wollen wir in die Schmiede? Na, eigentlich noch nicht. Eigentlich noch nicht. Dann gehen wir jetzt hier mal noch in Inka. Ach, der ist auch instant fertig. Okay, und dann nehmen wir das Kräuterlabor. So, jetzt haben wir viel fertig. Handelsgesellschaft, ja. Eine kostenlose Botschaft und einen Imker haben wir erhalten. Okay. Botschaft, ja, ich würde gerne eine Botschaft nehmen. Und zwar würde ich die gerne mal hier runterschicken nach Hastein. Nee, stimmt gar nicht. Mit Hastein könnten wir uns eventuell anlegen. Ja, mit Borghild aber auch. Egal. Borghild ist mir lieber. Botschaft. Ach, geil, die baue ich bei dem rein. Mäh. Okay, dann mal noch nicht. Dann bauen wir jetzt erstmal eine Handelsbilder. Die Handelsgesellschaft setzen wir mal... Setzen wir mal hier hin. Und den Imker, da müssen wir Bäume drumherum haben. Deswegen setzen wir den mal hier oben hin. Und hier könnten wir auch ein Lagerhaus bauen. Und wir machen das hier einfach mal weg hier. Zack. Und jetzt wollen wir hier ein Lagerhaus. So. Erledigt. Steinbruch, Bibliothek. Ne, brauchen wir alles nicht. Da kommen wir. Diebstahl. Brauchen wir alles nicht. Können wir irgendwas verkaufen? Einwanderer. Ja, mehr als genügend Leute. Es sind mal eben 2000 Moneten. Gut. So, mit der Handelsgesellschaft werden wir vorübergehend einstellen, dass wir ständig etwas Stahl kaufen wollen und vielleicht auch regelmäßig etwas verkaufen. Nahrung, ja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Laufen denn unsere Pilze hier schon? Die laufen, sind auch alle aufgewertet. Ja. Sind auch alle aufgewertet. Ist die Frage, wollen wir da noch mehr haben? Das ist die Frage.
Wir hatten doch irgendwo Schafe, hatte ich irgendwo hingebaut. Die Frage ist... Ah, hier. Wird ist noch am Bauen. Okay. Okay. Braucht mal Wolle, kommt auch noch mal Fleisch raus. Obdachlos. Ja. Okay, für uns. Leder. Ah, Mann. Wir bauen erstmal aus Leder. Könnten auch direkt einen zweiten Schneider zum Beispiel bauen. Das machen wir. Und zwar einmal Leder, einmal Wolle. Passt hier nicht hin. Bauen wir es derweil hier so hin. Ziehen hier natürlich eine Straße mal noch drum. Dann könnten wir hier nämlich noch eine zweite Schaffarm zum Beispiel hinbauen. Mach mal einfach. Bei Schafe gibt es halt auch gibt halt auch Essen. Kann nicht gebaut werden. Auf Wüste. Okay, mach mal so. Und wir bauen kein Lager aus. Hier unten ist eins, das langt uns. Aber wir pushen das mal schnell. Wir pushen das mal schnell. Da wäre gerade eine Schweinefarm gewesen. Aber egal, wir lassen es mal. Wir lassen es mal. Wir bräuchten jetzt 6000 für so eine Botschaft. Die würde ich schon gerne ausprobieren. Kann ich die auch... Hier kann ich die auch hinbauen. Das ist ja interessant. Sollen wir die lieber hier zum Beispiel mit Hatierpack? Oder hier mit Sudfrack? Sollen wir lieber da die Botschaft hinbauen? Ne, komm, wir machen die Botschaft nach Borkhild. Wir machen die Botschaft nach Borkhild. Das passt schon. Ich bin mal gespannt, was wir dann da handeln können. Herabstufen. Nein! Ja, unsere Luxusgüter lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Wir haben zu wenig Bier, zu wenig Möbel, zu wenig Kleidung, zu wenig Wodka. Alles zu wenig. Aber jetzt plötzlich haben wir Medizin noch und nöcher. Noch ein paar Häuser aufwerten. Hausstufe 5. Geil. Okay, hier. Verbesserungsbaum mal, gehen wir mal rein. Ich würde gerne. Mal in die. Landwirtschaft eigentlich. Was haben wir noch hier? Da weiß ich jetzt momentan nicht. Bewässerungspumpe. Das wäre ein bisschen cool. Wir gehen mal weiter in die Technologie. Mach mal eine Kerzenzieherei. Weil Kerzen ist, glaube ich, Luxusgut Stufe 2, oder? Kerzen, ja. Genau. Deswegen... Lassen wir das mal so. Wenn wir einen zweiten Imker dann bauen, weil Honig ist ja auch gleichzeitig noch Nahrung, glaube ich. Machen wir mal noch nicht. Machen wir mal noch nicht. Wir haben ein Kräuterlabor. Das setzen wir aber direkt. Machen wir mal hier hin. Und wie schaut es denn jetzt hier aus? Hier passiert überall gar nichts. Okay, wir haben wieder mal zu viele Baustellen. Also erstmal fertig bauen. Karin starb an Altersschwäche. Nein! Karin, nicht doch! Ich kenne Karin. Nur so, by the way. Drei Einwanderer? Ja, nehmen wir mal. Nehmen wir mal mit, die drei Einwanderer, geh. Essen.
Damit pushen wir unsere Pilze. Holz, wie schaut's denn da aus? Haben wir mehr als genügend. Also wirklich mehr als genügend. Wir könnten eigentlich dabei noch ein Orangending irgendwo setzen. Baumwolle. Ja, komm. Wir bauen mal nicht das hier. Orangen. Wie heißt denn das Teil? Obstsammler. Okay. Dann eben Obstsammler. Obst. Mal hier so hin. Und Straße ziehen wir mal so. Brauchen wir noch ein Häusle. Und wir brauchen auf jeden Fall ein Lager. Brauchen wir sonst irgendwas? Erstmal nicht, wie gesagt. Eigentlich haben wir zu viele Baustellen und ich baue schon wieder die nächsten. Es ist... Okay, haben wir schon. Pushen. Pushen. Wo haben wir denn unser Handelsding hingesetzt? Mist. Handelsgesellschaft hier. 5800. Nicht mehr weit bis zu den 6000. Nicht mehr weit. Komm, bauen wir mal noch alles aus hier. Rocket hat uns, glaube ich, wieder 100 geschenkt. Auch mal verbessern. Kräuterlabor, Lagerhaus. Ja, da hätte ich gerne noch eine bessere Übersicht. Zum Beispiel, ob ein Gebäude noch nicht verbessert wurde. Dass man dann noch so einfach draufklicken könnte. Das wäre noch eine coole Geschichte. Zu wenig Eingangsressourcen. Ja, vielleicht bräuchte man hier noch ein weiteres Getreidefeld. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber jetzt warten wir erstmal. Wie gesagt, jetzt haben wir gerade mehr als genügend zu tun. Wie viel Arbeiter haben wir denn? 4. Haben wir Arbeitslose? Tatsächlich, ein Feld wird nicht bedient. Also wir haben offene Jobs, das meine ich. Nicht Arbeitslose, wir haben offene Jobs. Markt, Einwanderungsbehörde, ja. Heißt, wir bräuchten ein paar Häuser mehr. Wir müssen uns wieder um Häuser kümmern. Das ist doof. Das ist doof. So, was hat man denn jetzt nochmal erforscht gerade? Kerzenzieherei, genau. Wir brauchen 30 Häuser auf Stufe 4. Ugh. Ja, dann machen wir jetzt mal die Schmiede. Ja, Kerzenzieherei wollen wir auch bauen. 6500, wir könnten die Botschaft setzen. Machen wir doch einmal. Benötigt 50 Beziehungen. Wo sehe ich unsere Beziehung? Gute Frage, nächste Frage. Ah, 9. Erklär mal die Freundschaft.
Aber die 1000 hier gebe ich nicht aus. Schwächliche verdienen unseren Respekt nicht. Gut, dass ich nicht schwach bin, deswegen plus 20. Geil. Vielleicht hätten wir uns doch eher mit den anderen hier ein bisschen einigen sollen. Diplomatie. Minus 80. Okay, die hier, die anderen hier drüben hassen uns wahrscheinlich auch, aber die, das ist okay, dass die uns hassen. Naja. Wir werden euch auch nochmal angreifen irgendwann. Versprochen. So, wie schaut es jetzt hier aus? Geht's mal irgendwo hier weiter jetzt oder was? Können wir schon wieder diebstahlen? Achso, haben wir gesagt, machen wir nicht mehr. Mögliche Beute 38. Nee, machen wir auch nicht. Wegen diesem Soldatenschwäche-Dingsbums. Das wollen wir nicht. Hier wird gebaut. Technologie. Ja, dann machen wir hier mal die Handelsrouten dabei. Nein, wir wollen keine Schmiede. Wir haben nämlich auch kein Eisen. Oh, aber wir haben viel Nahrung. Hilze läuft. Hilze läuft. Da verkaufen wir doch gleich mal welche. Wenn wir schon können, dann der mal auch. Ja, automatischer Handel. Import. Wir wollen Eisenwerkzeuge. Okay, Eisenbahn wollen wir auch. Werk. Wie können wir die denn nur für die Steinwerkzeuge? Was ist denn dies für ein Cars? Auto-Import-Order. Was? Zielbestand 100. Nee. 50. Und wir exportieren. Wir exportieren. Wild. Maximal 100. Wollen aber auch maximal 1000 im Inventar behalten. Okay. Lass mal so stehen. Hoffen wir mal, dass es einigermaßen so funktioniert. Hier oben wird gebaut. Können wir daneben wahrscheinlich auch schon pushen. Hier wird noch nicht gebaut. Da wird auch noch nicht gebaut. Aber wir bräuchten 202 von 210. Irgendwo sind Häuser fertig geworden. Trotz allem werden wir schon mal die nächsten Häuser einfach setzen. Ich weiß nicht, was hier alles noch hinkommt. Wir machen es trotzdem mal. Sind das jetzt zu viele Häuser? Bestimmt sogar. Bestimmt zu viele Häuser. Egal. Egal. Können wir die Kerzenzieherei eigentlich auch gleich noch bauen? Dann können wir die Kerzenzieherei eigentlich auch gleich noch bauen. Dann ist eh schon wurscht. So. Wieder alles übertrieben. Wieder alles vollkommen übertrieben. Das haben wir jetzt hier Sohn und Tochter verheiraten. Ich habe halt keine Ahnung, was das bringt. Komm, wir probieren es aus.
69, jetzt wollen wir da die Botschaft bauen. Sie behalten das Recht, dieses Gebäude abzureißen. Nein! Jedes fremde Gebäude gewährt Einfluss in Höhe von 50% seiner Kosten. Erhalten Sie 20, also Goldeinkommen entsprechend 20% dieser Stadt. Fremdenquartier. Ja, ja, ja. Okay. Machen wir ganz kurz langsam. Kann ich denn das hier eigentlich noch? Bevölkerung, diplomatisches Gebäude, Rathaus. Okay. Technologiebaum. Ja, wir brauchen mehr Häuser da oben. Okay, dann gehen wir mal in den Verbesserungsbaum. Dann machen wir mal Heiztechnologie. Tausend Kohle. 69 Mur. So viel dazu. So viel zu 1000 Kohle. So viel zu 1000 Kohle. Ja. Wir brauchen mehr Ressourcen. Das heißt, wir brauchen Bier. Und das bauen wir schon mal aus, weil wir brauchen auch Wodka. Es ist nicht so. Was mit W? Ja, stimmt. Stimmt. So. Heißt aber, ich baue schon wieder. Scheiße. Ich baue schon wieder. Ich wollte gerade sagen, ich bräuchte auch ein weiteres Getreidefeld und ein weiteres Kartoffelfeld. Ah, Baustellen überall. Ich sehe nur noch Baustellen. Komm, push, push. Push. Oh. Okay, komm, hier. Eieieiei. Wie sind das jetzt hier gepusht? Habe ich das echt gepusht? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Bierbrauerei nehmen wir mal mit. Ja, komm, wir bauen nochmal Möbel dann. Also wir brauchen Wodka, Möbel, Bier, Kerzen. Alles, was quasi Häuser aufwertet. Wir brauchen jede Menge Häuser Stufe 4. Dafür brauchen wir auch noch ein paar Leute. Schlechtes Wetter in der Wüste. Wüste wird grün. Wo können wir noch was pushen? Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht hätte ich das Teil mit Gold pushen erforschen sollen. Machen wir danach. Weiß eigentlich noch nicht, warum ich das bisher noch nicht gemacht habe. Das ist ja für mich eigentlich Spitze. Sachen pushen. Mit Gold. Ja, zu wenig Eingangsressourcen, zu wenig Eingangsressourcen. Ja, ich frage mich die ganze Zeit, wo sind unsere... Komm, wir machen jetzt mal hier Bau beschleunigen. Wo sind unsere ganzen Bauarbeiter? Wir haben 4 Stück. Auch wahnsinnig viele freie Jobs. Bauen die ganzen Wege hier alle, schön und gut. Aber an den Häusern, an den eigentlichen Baustellen, da sitzt halt überhaupt niemand. Warum nicht? Komm, wir machen mal die 4 sogar. Jetzt geben wir mal richtig Gas hier.
geben wir mal richtig Gas. Was haben wir Baustellen wieder abreißen? Aber eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Ja, hier geht's jetzt. Hier. Das Lagerhaus wird gebaut. Da wird auch gebaut. Lagerhaus fertiggestellt. Nicht wieder aufhören hier. Fertig machen. Hier haben wir jetzt den Schneider mit Lederbekleidung. Und hier machen wir Wolle. Ist doch das, was hier rauskommt, oder? Wolle, genau. Passt. Gut. Baustellen hier hinten abgeschlossen. Jetzt fehlt hier noch die Kerzenzieherei. Und hier die Häuser. Dann hätten wir das wieder soweit. Kleidung, Wodka und das ganze andere Zeug. Was sind das alles? Bier, Möbel. Jetzt haben wir alles bis auf die Goldschmelze, aber da wir eh kein Gold haben, gehen wir einfach wieder hier rein. Handelsbeziehungen. Schaltet frei Bergbauausrüstung. Komm, wir schauen einfach mal, was die Bergbauausrüstung ist. Du machst 42 im Quartal. Du brauchst 22 im Quartal. Dann werden wir eine zweite Töpferei einfach mal noch bauen. Eine zweite Töpferei. Setz mal hier hin. Du hast eh schon schlechte Laune wegen der anderen Töpferei hier. Also vollkommen egal. So, die Häuser hier wollen immer noch nicht. Kerzenzieher will auch noch nicht. Ach, und hier oben haben wir auch noch Baustellen. Oh, sag mal. Wie viel habe ich denn schon wieder gebaut? Ich bin so maßlos, was Baustellen betrifft. Ich bin so maßlos. So, Verbesserung anzeigen. Ach, Gott. 30% Produktivität für Minen, wenn du eine Schmiede bist. Wie dumm bin ich denn? Hätte ich auch einfach vorher lesen können, gell? Dann machen wir doch die landwirtschaftlichen Technologien. Mehr Produktivität. Ja. Die will ich nur gar nicht, die Karte. Da habe ich wieder mal voll mitgedacht. Wie man mich halt kennt. Immer mittendrin statt nur dabei. Können wir dich vielleicht vorziehen dabei? Schnellbau. So, mehr Töpferei. So, wir brauchen Häuser. Leute. Häuser. Weil wir könnten jetzt die ein oder andere Baustelle einfach pushen. Hier Kerze zum Beispiel. Akzeptieren. Produktivität. Okay, zwei Kerzen könnte man verbessern. Tun wir aber nicht. Feldbewässerung. Ah, das ist eine Karte. Die wäre gar nicht so schlecht. Machen wir hier mal diese Kombo. Dann haben wir noch eine Kathedrale. Okay. Ja. Wollen wir das jetzt auch alles pushen oder 300? Ja, mach mal.
Lagerhalle, Haus. Die Lagerhalle Bauma. Lagerhalle Bauma. Dann machen wir mal hier, hier, hier. Wird jetzt ja auch alles bauen. Komm. So. Nicht genügend Ziegelsteine. Saustall. Saustall! So, jetzt können wir die nächsten Bausteine anschmeißen. Und zwar, ich hätte gerne eine weitere Bierbrauerei. Bierbrauerei. Und eine weitere Möbelwerkstatt hätte ich gerne. So. Und eine Wodka haben wir schon. Wodka hätten wir schon. Ich hätte gerne nochmal Bier. So. Was brauchen wir aus Bier? Machen wir genau Orangensaider oder Pilzbier. Da machen wir dann nämlich. Aber wir könnten auch Honigmet dann auch noch machen. Nur dass wir noch überhaupt keinen Honig anscheinend haben. Was? Doch, Bienenback. Kombo Stufe 1. Wie kann ich denn noch keinen Honig haben? Jetzt machen wir einfach die Goldschmelze, damit wir sie auch irgendwann mal haben. Bienen, nein. Honig, nein. Imker, ja. Da ist einer. Wir setzen. Imker, wir setzen dann noch einen hin. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Zur nächsten Folge. Servus.